Schlimmeres passiert bei Nils Berger. Danielson und Eric Walser verliert die Scheibe. 2 gegen 1 Situation von Gunten. 1:0 für Kloten. Dritte Spielminute, optimaler Auftakt für die Flyers. Nach einem unglaublichen Scheibenverlust von Niklas Danielson und von Derrick Walser in der eigenen Zone. Noch ist heute natürlich nichts verloren. 6 Minuten und 45 Sekunden bleiben. Vorerst aber die Kloten Flyers mit dem 2:0. Paul Ranger, 54. Minute, und das dürfte die Vorentscheidung sein in diesem Spiel in der Diners Club Arena. Die Neuverpflichtung Paul Ranger, der bis auf Weiteres von seiner Genf ausgeliehen ist, erzielt in seinem zweiten Spiel für die Kloten Flyers seinen ersten Treffer. Obwohl der Sieg von Kloten keineswegs unverdient ist. Wenn er dann zustande kommt, Derrick Walser und Persson, dann Danielson drin. Die Spannung ist zurück in der Diners Club Arena. Niklas Danielson trifft doch noch, nachdem er zuvor viele hochkarätige Chancen vergeigt hat. Der 14. Saisontreffer für den schwedischen Topscorer. Derrick Walser, Danielson und die Möglichkeit zum Ausgleich. Tor! Das ist unglaublich! Es ist wirklich unglaublich! Innerhalb von 22 Sekunden machen die Rapperswil-Jona Lakers aus einem 0:2 ein 2:2. Ausgangspunkt dieser Schuss von Niklas Danielson. Persson sorgt für Unruhe. Und dann war Johansson an diesem Tor auch noch mit involviert. Letztendlich war es wohl Persson, der die Scheibe zuletzt berührte. Noch einmal Kloten mit Hollenstein und Tor! Simon Bodenmann, 55 Sekunden vor Schluss. Er bringt Kloten wieder in Führung in einer Schlussphase, die von Dramatik nicht mehr zu überbieten ist. Simon Bodenmann mit seinem 7. Saisontreffer. Wieniger gewinnt das Bulli und somit ist der erste Sieg der Kloten Flyers unter Sean Simpson. Perfekt. Kloten gewinnt in der Diners Club Arena gegen die Rapperswil-Jona Lakers mit Ach und Krach mit 3:2.